Israel nimmt den Gazastreifen, ein dicht besiedeltes Gebiet mit etwa 2,3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, weiterhin unter Beschuss. Nach offiziellen Angaben wurden im Gazastreifen bereits mehr als 900 Menschen getötet, unter ihnen auch zwei hochrangige Hamas-Funktionäre. Außerdem verhängte Israel eine Totalblockade des Gazastreifens und stellte die Versorgung der bereits blockierten Enklave mit Lebensmitteln, Wasser, Strom und Treibstoff ein. Der UN-Menschenrechtsbeauftragte Volker Turk sagte, solche Blockaden seien nach humanitärem Völkerrecht verboten. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden bisher mehr als 263.000 Menschen aus dem Gazastreifen vertrieben. Die meisten von ihnen wurden in UN-Schulen untergebracht. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu warnt davor, dass dies nur der Beginn eines anhaltenden Krieges sei. Sein Ziel, die islamistische Gruppe Hamas zu vernichten und den Nahen Osten zu verändern. Die Hamas, die den Gazastreifen seit 2007 kontrolliert, drohte damit, entführte Geiseln hinzurichten. Unter den Entführten sind auch Kinder und junge Menschen, die während eines Musikfestivals, bei dem rund 270 Menschen starben, gefangen genommen wurden.